Heute werden wir mal einen Putztag einlegen. Mit Wischtuch, Rasenmäher und Staubsauger werden wir für Ordnung sorgen und Fotos, Videos und Text mit einer schönen Animation freilegen. Du benötigst als Putzzeug nur Video Vision oder Stages, denn dort gibt es den dynamischen Maskeneffekt und die Pfade der Routenanimation. Ich bin hier in Video Vision und werde den Grundaufbau dieses Effektes einmal zeigen. Du kannst dieses Beispiel dann thematisch beliebig abwandeln. Du brauchst einen Vordergrund, also das Bild, was zuerst zu sehen ist. Ich nehme hier dieses Foto von einer Wiese, schneide es zu und das Bild sollte keine Einblendung haben. Dann brauchst du einen Hintergrund, also das, was nach dem Freiwischen zu sehen sein soll. Das kann auch ein Foto sein oder ein Video oder ein Hintergrund aus der Toolbox. Ich nehme hier den Hintergrund Stein 5 und das kommt unter die Wiese. Beide Bilder sollten keine Einblendung haben. Dann nehme man den dynamischen Maskeneffekt und zieht ihn auf das Vordergrundbild, in meinem Fall hier diese Steine. Das Bild landet in der Inhaltsebene und nun benötigt man eigentlich nur noch eine Maske, die definiert, wo das eine Bild das andere Bild freigeben soll. Dafür verwenden wir den dekorierten Pfad. Ich ziehe hier den gleichmäßigen dekorierten Pfad aus der Toolbox in den Maskenbereich des Maskeneffekts. Dieser Pfad wird nun unsere Maske sein. Als Pfadstil empfehle ich hier entweder diese abgerundete Linie, also vorne und hinten ist diese so rund, oder auch diese gerade Kante am Anfang und am Ende des Pfades. Je nachdem, was für eine Grafik ihr nachher verwenden wollt, sieht die eine oder die andere Variante besser aus. Ich verwende hier die Linie abgerundet. Dann erhöhe ich gleich noch die Anzeigedauer vom Inhalt und vom Maskenobjekt, damit beide gleich lang sind. Am Effekt musst du noch eine Einstellung vornehmen. Aktiviere hier den Punkt Alpha-Kanal und dann sieht es beim Abspielen so aus. Entlang des Pfades verschwindet die Wiese und es sind die Steine zu sehen. Sollte der Effekt bei dir genau verkehrt herum aussehen, weil du Vordergrund und Hintergrund vertauscht hast, kein Problem. Du kannst die Maske und damit den Effekt hier in den Effekteinstellungen auch umkehren. Ich möchte nun aber nicht nur so einen Geisterpfad, sondern ein schönes Objekt, was sich bewegt und das Bild freigibt. Was das für ein schönes Objekt ist, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Passende Grafiken kannst du im Internet finden oder dir zum Beispiel auch von ChatGPT oder auch dem Microsoft Copiloten eine Grafik erstellen lassen. So kann das zum Beispiel mit ChatGPT aussehen. Du gibst ein, was du haben möchtest. Ich möchte einen Rasenmäherroboter. Und dann wird dir im Idealfall eine schöne Grafik erstellt. Gegebenenfalls musst du diese noch in einem Bildbearbeitungsprogramm freistellen und dann am besten als PNG-Grafik speichern. Ich habe hier schon einige Varianten gespeichert. Es wird auch wieder ein Projekt zum Download im VIP-Club geben. Da sind die Grafiken dann mit drin. Du kannst aber natürlich auch auf vorhandene Grafiken aus der Toolbox oder den Erweiterungspaketen zurückgreifen. Zum Beispiel aus dem Erweiterungspaket Kochen und Genießen auf diesen Schwamm oder das Geschirrtuch. Schau dich in der Toolbox einfach mal um. Zurück zu den selbst erstellten Dateien. Ich ziehe den Mähroboter unter meinen Maskeneffekt und bringe ihn im Layout Designer auf die gewünschte Größe und dann animiere ich ihn mittels Bewegungspfad. Damit ich das Objekt außerhalb des Rasens platzieren kann, verkleinere ich die Ansicht im Layout Designer und dann kann ich mir den Roboter hier oben hin verschieben. Dort soll er losfahren. Dann füge ich eine zweite Marke hinzu. Er soll nach hier unten fahren. Um an die zweite Marke ordentlich ranzukommen, muss ich in diesem Fall hier das nochmal etwas verkleinern, damit der Scrollbalken da nicht über meiner Marke liegt. Im Augenblick würde die Fahrt von oben nach unten 2 Sekunden dauern. Ich möchte, dass es etwas länger dauert, nämlich 5 Sekunden, also passe ich das an. Spiele ich das jetzt ab, passen natürlich Roboter und Pfad noch nicht zusammen. Damit beide die gleiche Bewegung durchführen, kopiere ich mir jetzt meinen Bewegungspfad von meinem Objekt per Rechtsklick auf den dekorierten Pfad. Es handelt sich eigentlich um 2 unterschiedliche Objekte. Pfadpunkte haben nämlich keine Größe, aber wir sparen uns durch dieses Vorgehen halt das manuelle Setzen der Marken und sparen damit Zeit. Lasst euch bitte nicht irritieren, wenn die Anzeige im Layout-Designer nicht gleich aktualisiert. Beim Abspielen seht ihr den korrekten Effekt. Der Pfad macht jetzt auch die Bewegung vom Rasenmäher und ich passe mir jetzt hier noch die Breite des Pfades an, damit das besser zur Rasenmäherbreite passt. Und abgespielt haben wir dann diesen Effekt.
Ihr könnt natürlich den Pfad auch mit mehr als zwei Marken erstellen, also weitere Marken hinzufügen. Ich könnte den Roboter also zusätzlich auch noch von links nach rechts fahren lassen. Und da sehen wir jetzt schon, wenn wir die Marke hier verschieben, dass der Roboter gar nicht in der richtigen Richtung fahren würde. Um das zu erreichen, gibt es hier in den Eigenschaften das Drehe in Bewegungspfadrichtung. Und wenn ich das jetzt aktiviere, sieht man, dass das Bild sich hier auch mitdreht. Ihr müsstet, wenn das bei euch auch auftritt, das Bild in den Eigenschaften nochmal drehen. Jetzt würde der Roboter hier an der Ecke wenden und mit einer weiteren Marke dann auch sich nach rechts drehen. Man kann natürlich auch noch das Timing an den einzelnen Marken verändern. Wenn man hier die Zeitverteilung individuell hat, fährt der Roboter nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit, sondern mit genau den Zeitwerten, die sich an den Marken befinden. Wenn ihr mit der Grafik den Pfad eingerichtet habt, kopiert ihr diesen wieder auf den dekorierten Pfad. Ich verlängere hier auch gleich noch die Bildanzeige und beim Abspielen verlaufen dann wieder der Maskenpfad und die Grafik synchron. Ihr könnt mit dieser Technik verschiedenste Varianten erzeugen. Ich habe mal hier noch zwei vorbereitet. Zum einen habe ich hier eine Art Fensterputzeffekt. Ich habe hier einen Himmelshintergrund in der obersten Spur und dieser liegt im Weichzeichnereffekt und wird dadurch unscharf. Im Maskeneffekt liegt das unveränderte Himmelsbild. Hier unten verwende ich die vorhin gezeigte Geschirrhandtuch-Grafik aus dem Erweiterungspaket Kochen und Genießen. Und das Handtuch führe ich hier mit so einem harten Bewegungspfad über das Bild. Dieser Bewegungspfad wurde dann auch wieder auf den dekorierten Pfad kopiert. Und beim Abspielen hat man nun diese Putzbewegung, als ob eine trübe Scheibe poliert wird und man den Blick nach draußen genießen kann. Wichtig ist eben, dass ihr im Hintergrund und im Vordergrund entweder verschiedene Motive oder dasselbe Bild nur mit unterschiedlichen Effekten verwendet, um diesen Bildfreigeben-Effekt zu erzielen. Und noch ein weiteres Beispiel. Ich habe hier einen Schultafel-Hintergrund und darauf etwas geschrieben. Im Maskeneffekt dann die Tafel ohne Text. Und dann bewegt sich hier dieses niedliche Schwein über die Tafel und lässt dadurch unsere Schrift verschwinden. Der Bewegungspfad des Schweines ist dann auch wieder auf den dekorierten Pfad kopiert. Und zusätzlich hat das Schwein noch einen Bewegungspfad wackeln, damit es, wenn es sich bewegt, so ein bisschen umherwackelt. Ich spiele das und weitere Beispiele auch gleich nochmal im Vollbild ab. Wie gesagt, es wird auch wieder ein VIP-Projekt zum Download geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!